Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part zu Let's Play Mario Kart 64. Ich bin heute ein bisschen in Stress. Ich habe gerade die Pokémon Direct geguckt und auch eine Reaction aufgenommen. Nebenbei nehme ich gerade den Part auf für heute. Somit habe ich auch gerade das Item vergessen. Und dazu kommt noch, ich kann den Part nicht rendern, weil ich muss heute noch zweimal streamen. Ich krieg das alles nicht hin. Ich muss den Part leider ungerendert hochladen. Ich hoffe, es ist diesmal okay. Bitte seid mir da nicht sauer. Der letzte Part ist natürlich auch wieder gerendert. Und ja, da hoffe ich natürlich immer, dass alles gut läuft. Auf jeden Fall wurde heute auf der Pokémon Direct ja, das Gen 4 Remake angekündigt. Ich finde die Charakter hässlich, wenn ich ehrlich bin. Ist Nostalgie, freut man sich natürlich drüber, sowas mal wieder zu sehen, wahrscheinlich auch zu spielen. Vielleicht hole ich mir das, wer weiß. Dann dazu kommt halt noch, sie haben ja, einen, gesagt, die Pokémon Gaming-Reihe, also nur die Gaming-Reihe, nicht die der Anime, bekommt eine neue, ja, eine neue Ära. Und man hat ein Open-World-Pokémon angekündigt, womit auch keiner gerechnet hat. Jeder ist davon ausgegangen, ja, Gen 4 Remake, easy zum 25. Geburtstag. Nein, sie kündigen erstmal für das Remake an, für Ende des Jahres. Und Anfang 2022 kommt dann einfach schon, ja, das Neue, was auf jeden Fall sehr krank ist, wenn man das mal so sieht. Dazu kommt noch, das nächste Splatoon 3 kommt, was auch nochmal krasse Änderungen mit sich bringt. Was eigentlich auch schon krank ist, wenn man sich so vorstellt, welche Reihen eigentlich aktuell so, ja, einen neuen Look bekommen. Zelda mit BOTW damals schon. Ja, jetzt kommt noch BOTW 2. An Metroid arbeitet man schon lange. Es kommt dies ja wohl noch ein neues Donkey Kong. Stellt euch einfach mal vor, es kommt wieder eine neue Ära an diese Reihen so. Also ich bin echt fett gespannt, was uns noch bei Mario Kart erwartet. Wie auch bei Mario. So. Das ist einfach sehr. Was ist denn jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das krass, wenn man sich das mal so vorstellt, dass die Reihen jetzt alle erstmal noch so eine. Oh nö. Schippe drauf bekommen. Aber ja, ich hätte einen Panzer. Hä, wo sind die anderen denn erst? Ich bin voll weit weg von denen. Aber ja, dann ist es halt eine easy Runde für uns. Würde ich jetzt einfach mal streng behaupten. Ja, also ich bin gespannt auf das, was wir noch bekommen. Wir bekommen noch gute Sachen. Das steht fest. Und darauf kann man sich, denke ich, ja, sehr freuen. Doof, dass ich gerade Mario nicht getroffen habe. Aber ja, dann hätte ich jetzt wieder ein neues Item. Oh Gott, das kam sogar noch zurück. Okay. Ich habe Angst, getroffen zu werden, aber ich hoffe einfach, das geht auf Mario. Okay, den behalte ich jetzt natürlich erstmal, wenn Mario sich denkt, ja, okay, ich hole den jetzt erstmal ein. Dann denke ich mir, nein, auf keinen Fall. Dieses Mal nicht. Okay, er traut sich. Ich komme so durch. Ich vergesse aber immer, dass hier so eine Kurve ist und dass ich eigentlich hier so rein muss. Hier gibt es doch irgendwie einen Glitch, dass man ja, die Strecke schneller machen kann. Also schneller beenden kann. Ich glaube, der Rekord ist dann in 15 Sekunden gewesen und wurde dann von einem Jahr auf 11 Sekunden gebracht. Das ist auch krass. Okay. Gut. Keine Bananen? Bruh. Ich will keine Bananen. Ich brauche die Bananen nicht. Okay. Aber egal, es ist die letzte Runde in der Wario Station. So, Wario können wir auch noch ein Switch-Game eines auf der irgendwann noch erwarten. Steht eigentlich auch schon sehr gut. So gut wie fest, würde ich eigentlich schon sagen.
Ja, das hat so gut gerade geschmeckt. Geilo. Okay, hier geht's lang und dann die Kurve, oder? Nee, nee, nee. Erstmal die Banane ausweichen, weil die möchten wir nicht. Aber ja, ich bin mal gespannt, so. Auch nur eventuell, das ist mir jetzt nur so eingefallen, das muss natürlich nichts bedeuten. Smash wird ja auch nicht mehr weitergeführt. Also jetzt es fehlen ja noch zwei Kämpfer. Und stell dir einfach mal vor, yo, non-Smash auf der Switch. Unvorstellbar, ich weiß. Aber durch Splatoon 3, S2 und jetzt die Ankündigung von 3, würde ich es nicht mal mehr ausschließen, ehrlich gesagt. Da würde ich echt sagen, Hype. Ja, ich habe Mario, glaube ich, getroffen, oder? Nein, Mario klebte noch hinter uns. Ich habe, glaube ich, dann Wario getroffen. Naja, eigentlich würde ich jetzt sagen, wir sehen uns gleich wieder, aber ich kann es heute wirklich nicht cutten. Es tut mir einfach fett leid. Ich krieg's sonst nicht hin. Sonst kann ich den Part nicht hochladen, wisst ihr? Wow, fuck. Das ist halt scheiße, ich weiß, aber... Hm. Seid mir da einfach diesmal nicht sauer. Wir kriegen das schon hin. So, die nächste Strecke ist Sherpetland. Ich glaube, das gibt's auch auf der Wii. Das sieht mir schon sehr danach aus, eigentlich. Oh nö. Kein Bock auf die Pinguine, ganz ehrlich. Aber ja, es ist eigentlich schon krass, dass dieses Projekt schon morgen sein Ende findet, ne? Obwohl es eigentlich Spaß macht. Aber ja, ich werde dann morgen auch noch einen kleinen Teaser zum nächsten Video Let's Play machen. Da bin ich aber auch gerade überlegen, vielleicht noch ein zweites Video Let's Play zu starten. Aber ich glaube, das hat sich jetzt auch schon wieder erledigt, weil ich glaube, das wird eher cooler als Stream-Projekt erstmal passen. Ihr könnt nicht aber denken, denkt einfach mal heute an die Pokémon Direct. Denkt, welches Game ein Remake bekommt. Richtig, Diamant. Ach, scheiße. Und da kann man eigentlich jetzt von ausgehen, dass ich Diamant oder Pearl, ja, als Let's Play mache. Die sollen sich halt noch nicht trauen, jetzt mich zu überholen. Das akzeptiere ich dieses Mal nicht. Okay, ich habe eigentlich gedruckt, dass er den Panzer aktivieren soll. Nur in Hoffnung, dass ich dann halt auch nicht getroffen werde. Das Schlimme ist dann, wenn man getroffen wird und dann eine Banane zieht. Okay, hier liegen auch Bananen, die habe ich gerade einfach übersehen. Einfach mal setzen. Und, ja, hoffen. Oh Gott. Guter Sub. Ja, nebenbei lade ich gerade noch die Reaction hoch. Scheiß Bananen. Okay, ich hab ein... Oh Gott. Nein. Nein. Als... Digga, was? Gut, dass es nur, dass ich ein Zweiter jetzt bin als Vierter. Ich glaube, wir werden halt noch bei Bowser's Castle Probleme bekommen. Deswegen... Okay, gut. Panzer. Es schmeckt auf jeden Fall. Vor allem, wenn die jetzt kommen, setze ich erstmal einen Panzer. So. Auf jeden Fall. Ich war begeistert von der Pokémon Direct. Ich war von der Nintendo Direct eigentlich begeistert. Ich
Ich bin gespannt auf die E3. Ich sag einfach mal F-Zero und ein Donkey Kong. Mit Hoffnung noch Mario Strikers. Vielleicht am Ende könnte ich mir einen guten Teaser noch vorstellen. Also wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass wir vielleicht einen 3DS-Port bekommen. Also ich sag, also was heißt Port? Also auf jeden Fall denke ich, als Port wird es die Zelda Collection sein. Ich sag einfach wirklich dann Ocarina of Time, Majora's Mask und Phantom Hourglass. Kann mir auch vorstellen, dass dann noch zwei weitere dazu kommen, was ich aber nicht glaube. Das wäre dann, glaube ich, Twilight Prince und Wind Waker. Aber da würde ich erstmal sagen, nö. Und denke halt wirklich diese Collection als Port. Und am Ende kommt dann halt, ja, eine krasse Überraschung. Es war jetzt auf der Direct Splatoon. Ich würde einfach sagen Mario Kart 9 oder Odyssey 2, weil ich glaube auch diese Marken werden jetzt auch eine neue Ära bekommen. Ich glaube auch Metroid Prime 4, das wird krass. Es wird wirklich krass und ich überlege mir aktuell echt eine Capture Card zu holen, auch weil ich gerne Pokémon Snap bringen würde. Und da ich ja ein Jahr lang jetzt Animal Crossing für die GameCube Let's Playe, falls ja, mein PC nichts in der Zwischenzeit macht mit Dateien löschen, also ich muss ihn formatieren. Hö, habe ich ihn nicht getroffen? Egal. Wird jetzt ein Jahr lang das Animal Crossing Projekt stehen und ich versuche es täglich zu machen. Da muss man mir aber auch nicht sauer sein, wenn ich es nicht jeden Tag auf jeden Fall schaffe. Ich gebe mir da... LOL? Was? Hä? Was ist das? Ich bin komplett falsch. Yo, no. Warum passiert mir das? Scheiße. Als ob mir das passiert. Ich dachte wirklich gerade, hör, Abkürzung. Und dann, war, oh, nö. Oh, Panzer. Den halte ich noch nie. Also, in Mario Kart 64. Dass mir wirklich so viel Pech gerade passiert, ne? Nein. Okay, da ist Yoshi. Okay, auch Donkey Kong. Vor mir ist wer? Tod. Ich glaube, den kriege ich so. Easy. Vor mir ist Wario. Gut. Dann muss ich... Wir sind jetzt Vierter. Ich muss gucken, dass ich die anderen einhole. Oh, nö. Eins, ich dachte, eins ist fake davon. Puh. Einen Toad habe ich. Natürlich setze ich den jetzt. Okay. Gut, jetzt muss ich noch gucken, Mario 1 zu holen. Das wird Zweiter mindestens werden. Aber Peach ist auch nicht weit davon entfernt. Hm. Boah, würde mir das jetzt schon wieder passieren, ey? Nee. Ja. Gut. Was? Ich habe ihn gar nicht abgefeuert. Aber egal. Auf jeden Fall bin ich, ja, eigentlich... Nein! 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 Bin ich eigentlich sehr gehypt auf, ja, man hat, auf die neuen Pokémon. Auf das Gen 4 Remake. Ey, ich habe schon wieder vergessen. Nein! Nein! Also... Das wird jetzt ein krasser Kampf. Ich dachte gerade wieder, ich falle ins Wasser. Es sieht aber auch so aus, dass ich es nicht mehr schaffe. Junge, warum? Toad, verpiss dich einfach. Verpiss dich einfach. Junge, verpiss dich doch. Hoffentlich. Nein, ich habe dich natürlich nicht getroffen, du Dreckskerl. Okay. Knallen. Peach, verpiss dich. Ich muss in die Strecke. Okay, Mario ist sofort auch hier.
Bloß nicht ins Pilzkönigreich. Okay. Nein! Als ob! Nö, als ob mir das passiert. Welche Strecke war das jetzt? Zwei von vier? Ne, das ist die dritte, ne? Jetzt kommt das... Oh Gott, wehe, ich werde jetzt nicht Erster. Ich glaube nämlich, die Strecke jetzt, die fand ich am... Ah, früher schwierig. Oh no. Bowser's Castle kommt jetzt. Nein, als wäre mir das passiert. Okay, let's go. Okay, wir haben erstmal Peach weggerammt, verdient. Okay, und das haben wir natürlich gerade nicht verdient. Ich fühle aber den Soundtrack gerade irgendwie. Verpiss dich doch einfach. Junge, verpiss dich. Nö, nö. Okay. Ihr Wichser! Oh nö! Warte, gab's eine Abkürzung, oder? Ich lasse es einfach. Ich weiß, dass es im DS-Teil hier irgendwo, glaube ich, eine Abkürzung gab. Oh, der droht schon so innerlich mit seiner... Scheiß Banane, ja, das hat er jetzt aber verdient. Weil ich darf nicht Vierter werden. Oder reicht mein... Nein, das reicht nicht. Hoffentlich reichen meine Punkte für den ersten Platz. Ich lass nach aktuell. Nein, als ob. Ich bin Achter. Warum? Die Punkte sehen kacke aus. Ich fühl's einfach so sehr. Deswegen werde ich jetzt auch nicht heute am 26. nicht mehr, also am Freitagabend, den nächsten aufnehmen. Nee, Mann. Verdient. Ich wollte gerade eigentlich den schlagen. Okay, wir haben ihn einfach gebumst. Verpiss dich doch. Zweiter Platz gerade. Let's go. Am besten bleiben wir so erstmal. Okay, wenn Taut sich traut, er kriegt eine Bombe von mir. Oh, warum? Ich krieg das nicht hin, ne? Warum? Wollen die mich ärgern? Es sieht wirklich so aus. Okay, Hauptsache, wir kommen als Viertes rein. Auch wenn mich das irgendwie ankotzt. Toad ist vor mir. Der Arsch. Komm her! Weg mit denen. Ich kenne halt auch nicht unsere Platzierung, ne? Nein! Vierter, egal. Peach müssen wir noch einholen. Ich habe keine... Wow. Ich habe keinen Bonus, sage ich jetzt mal. Also kein Item. Okay. Sie droht auch. Hat mich nicht getroffen, aber... Puh! Jein! Na, als wenn ich Vierter bin.
ich habe richtig abgekackt zum Ende. Ich hoffe, es reicht für den ersten Platz. Ich gucke jetzt aber nicht hin. Ich gucke, habe gerade nicht hingeguckt. Nie wieder. Sieht nicht gut aus. Wir sind Zweiter. Ja. Nur sind wir Dritter. Im Hintergrund ist Donkey Kong. Wir sind mindestens Zweiter. Ist doch mindestens etwas, würde ich sagen. Naja, was soll ich zu machen? Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haut rein und ciao.